ich habe mir den. Das heißt, du sagst, du musst an dem am Telefon ihm wirklich klar machen, dass du bereit bist, das zu zahlen. Ja. Und dass du aber halt gerade keine 8000 auf Tasche hast. Du musst dich darum kümmern. Oh, Abmarsch. Vor die Kopf. Halt ihm da hinten den Mund zu. Warte. Ich steck dir einfach hier ein Stück von der. Oh. Erzähl mal, Bruder, was soll ich jetzt mit dem machen? Ist er schon tot? Weiß ich nicht. Hörst du noch irgendwas? Wir können ihn ja da oben in den Häcksler reinwerfen, wenn er nichts mehr sagen hat. Ja, mein Puls wird auf jeden Fall schwächer. Blut verloren. Er will von dir wie viel haben? 8000. Wie viel Geiselnehmer soll es geben, laut ihm? Er hat nur von sich selbst gesprochen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er alleine ist. Kann sich, er war aber zu zweit, als wir ihn da, ne? Da war sein Kumpel noch dabei. Also viele Leute hat er nicht. Und er will sich mit dir treffen für die Geldübergabe. Irgendein Weib, was er auch als Geisel genommen hat. Was weiß ich, der Typ ist wahnsinnig. Jetzt ist die Frage, wo könnte er sein? Wann ruft er dich an wieder? Eigentlich hätte er schon anrufen wollen. Er geht auch nicht an sein Telefon ist aus. Bleibt ihr mal hier alle stehen. Jason, du rufst mich an, wenn er das nächste Mal angerufen hat. Wenn er am Telefon ist, ja? Ja. Sagst du ihm die ganze Zeit, du telefonierst ja mit ihm, Ali, richtig? Ja, ja, ich habe mir den. Das heißt, du sagst, du musst am Telefon ihm wirklich klar machen, dass du bereit bist, das zu zahlen. Ja. Und dass du aber halt keine 8000 auf Tasche hast. Du musst dich darum kümmern. Nee, so weit waren wir schon. Okay, so was? Waren wir schon. Was also, ist der letzte Schritt? Er denkt, ich hätte die 8000. Warum? Ja, weil wir ihn so halt in eine Falle locken wollten. Würde kein Geil. Ja. Ja, das hat schon gelutscht. Ja, das ist schlecht. Ja. Habt ihr 8000? Nee. Was hattet ihr denn vor? Dachtet ihr, er kommt persönlich dann und ihr fickt ihn? Nee, wir hätten. Ja, ist ja auch egal, brauchen wir nicht drüber reden. Wir müssen einen neuen Weg finden. 1000 Geld, 8000, er will die 8000 haben, er schickt eine Geisel. Die Geisel geht wieder weg. Wenn die Geisel keine Geisel ist, ist sie halt mit ihm befreundet, spielt aber für uns keine Rolle. Wir können der Geisel nichts tun. Sie hat 8000, sie geht zurück. Sie muss zu ihm. Sie muss wieder zu ihm mit den 8000. Ja, weil jetzt hier jemand herkommt und wir nicht wissen, ob der dazugehört. Da kommt jetzt Gary, oder was? Ja. Ob du eine mag der nicht. Hey, wir finden Gary jetzt. Der steckt mit denen unter einer Decke. Ich box ihn jetzt um. Echt? Woher weißt du das? 400. Echt? Pack das Ding wieder ein. Ich muss erst raus, wenn wir vor ihm stehen. Sehr, sehr sicher oder sehr, 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 sehr sicher? Sehr, 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 sehr sicher. Ich hatte noch was gut beiseite, das Ding. Anscheinend nicht. Okay, das war nicht so schlimm. Hör mal kurz zu. Ist das euer Stand hier unten? Nee. Ist das? Nee, also nicht schon. Oh, Digga, ohne Witz, jetzt muss ich auch gleich noch einsetzen. Sofort stehen bleiben! Sie wollen nicht, dass sie stoppen, sofort stehen bleiben! Bruder.
Ist das ein kleiner Hund? Uff. 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 Leute, Primetime, Digga. Uff. Mein Herz schlägt schneller als deins. Das war Fail. Ich bin einfach ins Wasser geflogen. Gucken, wie lange kann ich noch tauchen? Was geht? Ja, hallo. Hallo. Ich habe gerade, glaube ich, die heftigste Verfolgungsjagd meines ganzen verschissenen Lebens hinter mir. Warum? Naja. Sind die Bullen die hinterher in der Stadt? Waren. Du warst mit dem Motorrad, ne? Right, right. Pass auf, ich bin vom Und die haben auf dich geschossen, ne? Ja, hast du mich gesehen? Ja, ich stand am Fischhändler und du bist beim Pink Cage runter und... Ja, ja, warte, lass mich ausreden, Ich kam vom Parkdeck runter, Digga, eine Sekunde, kam direkt ein Polizeimotor auf mich zu. Wiu. Der immer so, ach fuck, Digga, Waffe, kein Führerschein, kein Kennzeichen, nicht zugelassen. Ja, bin ich weggefahren, bis runter zum Hafen. Ehrenmann. Jo. Was hast du jetzt vor? Ich hab noch nie so eine Verfolgungsjagd gehabt, Digga. Glaub mir, ich hab sowas von eingekackt. Der Typ hat echt, der meinte das ernst, der hat auf mich geschossen. Der hat nicht, der, vor allen Dingen, die Cops denken immer, wenn sie irgendwie laut schreien oder so, versteht man die. Ich sitze auf dem Motorrad, ich hab Seitenwind, alles. Ja, die schreien direkt, das habe ich mal mitgekriegt. Die sagen zweimal anhalten und dann sagen die, sonst schießen wir auf die Reifen. Voll unnötig, wie soll ich das denn verstehen? Ich hatte nicht mal einen Helm auf. Der ganze Wind. Ja, ja. Wie soll ich denn da was verstehen? Vor allem, vor allem war der Kopf auf dem Motorrad, der hatte nicht mal ein Megafon oder so, gar nichts. Ja. Ich habe nur irgendwas gehört, und mehr habe ich nicht verstanden. Und die ganze Zeit das scheiß Rauschen vom Wind. Wir sind 180 durch die Stadt gefahren. Und kein Cop-Auto hat hinterher geschafft, ne? Keiner. Nur das Motorrad von den Cops. Aha. Aha. Wen ruft denn? Ich höre den ganzen Tag nur. Den ganzen Tag. Das ist hier so ein Polizeistaat, ich schwör's dir. Ist echt so. Was hast du jetzt vor? Fahr ich mal zum Kiez, Digga. Willst du pennen, oder? Ja, es geht da nichts mehr, oder? Doch, geht, deswegen frage ich. Ja, was geht denn? Ja, irgendjemanden wegmachen. Weißt du, was ich... Wann hast du Geburtstag, Hesley? Im Juli. Weißt du, was ich dir von ganzem Herzen wünsche? Mhm. Schönheit. Aber weißt du, was du ganz sicher nicht bekommen wirst? Hässlichkeit? Schönheit. Oder du bist mit Abstand das hässlichste Wesen, was Gott erschaffen hat. Danke. Selbst ein Nacktmull hat mehr Charakter. Dicker, jetzt geh nicht zu weit. Wieso? Findest du Nacktmulls charakterlos? Nö, ich finde die eigentlich ganz cool. Die sind so nackt. Und so schamlos. Komm mit! Komm mit! Ey, komm mit! Hallo! Zack, zack. Wir müssen schnell weiter. Du musst ihn stützen. Ja, wir müssen weiter, bevor die Cops wieder kommen. Scheiß auf Stützen, Digga. Reiß ihn am Pal, Digga, und nimm ihn mit. Ja, dann hilf mir. Ah, oh, Digga, komm. Los! Schneller, schneller. Schneller, komm. Oh, nicht hier runter, Mann. Komm, ich hab die Tür aufgemacht. Bisschen weg hier. Zeig ein, die Tür ist offen. Komm rein, die Tür ist auf. Zieh den rein. Digga, schieb den rein jetzt. Oh, Digga. Pass auf, Digga, dann mach ich's leicht jetzt. Ich pack dich hier. Zack. Tür ist auf und rein hier jetzt. Oh, Abmarsch. Bevor die Kopf wieder kommen. Halt ihm da hinten den Mund zu. Warte. Okay, steck dir einfach hier ein Stück von der... Oh. Wenn, hier ja, jemand, wenn hier jemand vorbeifährt, der sieht das ja. Ja, nimm den raus, bring den da rein und dann. Wo rein? Wo kommt man hier rein? Links? Ich geh mal gucken. Nee, hier vorne links. So, dann komm mal raus, mein Hübscher.
So. Hau raus. Oh. Genau, komm mal mit. Siehst du da vorne die Türen? Bis dahin schleifen wir dich jetzt. Komm. Zack. Oh, es wird auch was Schönes. Und da vorne ist ein Kühlhaus. Hast du Bock, eine Wurst zu werden? Nee, das Ding ist, hier ist die Mitte, hier ist die Beste. Weil von beiden Seiten ist gut. Doch. Grabswift. Ist der nicht mehr so gesprächig? Nee, pass auf, du musst erst noch ein T-Shirt aus dem Mund nehmen. Ach so. Warte. Sonst funktioniert das mit dem Reden nicht. Jetzt ist der Swift. Jetzt, man. Ja, dem geht's nicht so gut. Was ist bei der Army Week, Bruder? Ich hab Mullbinden und zum Schmerzmittel. Ah. Keine Ahnung, was das ist. In so einem Glasding hat mir der Medic gegeben. Gerade gedacht, ich hab keine Waffe mehr, aber die ist ja noch im Auto vom Dings. Oh. Okay. Was ist das in diesem Glasding? Glasding? Hier, das hat mir der Medic gegeben. Er meint das Schmerzmittel. Ich soll aber keinem sagen, dass er mir das gegeben hat. Ja, dann, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß einfach. Es auch nicht. Wie soll ich ihm das geben? Soll ich das schlucken? Einfach in den Mund stecken, wenn es so ein Tablette ist. Ach, Tablette. Du bist der Kranke von uns. Wie, ich bin der Kranke? Du bist der Kranke. Nee. Doch. Wer macht das denn? Du. Hier. Okay. Trink den Scheiß. Hi. Hi. Aufstehen. Nee, der kann. Dem geht's nicht so gut, ey. Ja, weiß ich nicht. Dann soll er sich irgendwie hinknien. Weißt du, was du jetzt machst, Will? Weißt du, was das ist alles deine Schuld. Du betest jetzt. Okay? Ich mach jetzt einen Anruf und du betest. Los, ich will dich beten hören. Bete. Hat er noch was zu trinken, ne? Du sagst mir nichts. Du betest jetzt. Nee, sorry, Mann. Ich kann den Pilz geben. Ich vor dir. Ja, ist okay. Du betest jetzt. Jetzt. Bete. Wieso, Mama? Bete! Ich vor dir bin! Bete! Das läuft, dass meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich schwöre, kann mal bitte irgendjemand im Krankenhaus anrufen? Entweder gehen die bei mir nicht schlimmer behandeln. Ja, aber die haben doch eine Leitstelle. Ja, vielleicht behandelt die Leitstelle da. Was mit dem Typ? Swift, hallo. Hat keiner von euch was zu trinken dabei? Irgendwas? Hey, was geht? Was geht? Meine Schwester wird gerade erst zu mir gehört, was ist kaputt. Keiner? Nee, leider gar nichts. Ich muss euch jetzt was zu trinken. Hier ist doch irgendwo, keine Ahnung. Checker, ich trinke hier nichts, was hier schon. Nee. Dann wird's ganz eng. Ich, hey, Swift! Ja, ich komme. Keine jetzt Ahnung, wieder. Swift! Erzähl mal, Bruder, was soll ich vielleicht jetzt mit dem machen? Ist er ja schon tot? Ist er schon tot? Weiß ich nicht. Hörst du noch irgendwas? Wir können ihn ja da oben in den Häcksler reinwerfen, wenn er nichts mehr sagen hat. Ja, sein Puls wird auf jeden Fall schwächer. Blut verloren. Wilk hat den Mann geschossen, ne? Ja. Muss behandelt werden. Ja, ja. Was ist mit ihm? Muss behandelt werden. Aber ich mach das nicht da oben in den Häcksler. Häcksler ist besser. Ja, ich noch an das Ölfett da hinten, das am Kochen, das tut auch weh. Jetzt mal ernsthaft, hat er noch Puls? Ja. Puls hat er noch, aber ist schwach. Warum redet er nicht? Nein, kein Arzt, keine Ahnung. Klatsch ihn halt mal, was mit dem? Swift! Oh, ich schwör, wenn mein Handy jetzt noch einmal klingelt. Ja, Digga, das ist dein Ding, so kümmer dich um deinen Patienten. What is? Swift, hörst du mich? Was mit dem? Ich glaub, der ist gerade am Verrecken, Alter. Swift! Keine Ahnung, ich kümmere mich um den nicht, bin ich nicht ehrlich, Bruder. Ich hab gesagt, ich bring ihn um. Soll er hier für Blut? Könnt ihr entscheiden. Wo wurde denn er getroffen? Wollt ihr, dass man bringt mich zu einem verfickten Arzt? Was keine Ahnung, Swift, du? Ich hab doch gesagt, wenn ich es anfasst, bring ich dich um. Was brauchst du, Swift? Brauchst du einen Arzt? Befreie mich von dieser Scheiße, Mann. Soll ich befreien ja, von gar der Scheiße? Ja, kein Problem. Zurück. Die Frau hat gesprochen. Merk dir, du bist die Snitcherlich.
Ja, wir sollten abhören, das Gebiet abhauen. Das Gebiet hier wird gehört, wenn hier geschossen wird oder sonst irgendwas. Krieg ich sein Dings, Digga, sein Portemonnaie. Nicht anfassen. Kette, nicht anfassen. Ich hab nicht sein Portemonnaie anfassen. Schon geklaut. Nicht anfassen. Ja. Nicht blöd. Also nicht in den Hexer. Hast du ein Auto hier? Ja, aber nur.